Hallo, ich stehe am Meer, ich beobachte die Kinder in den Schlauchbooten, auf den Luftmatratzen, die Ständerpaddler, die Badeinseln. Im Moment ist alles in bester Ordnung, die Sonne scheint, es ist kaum Wind. Kommt aber mehr Wind auf und vor allem kommt er vom Land her. Dann muss man aufpassen mit all diesen Booten, Luftmatratzen. Man treibt nämlich dann aufs Meer, aufs Wasser hinaus. Das ist nicht ungefährlich. Am Bodensee, wo ich herkomme, passieren jedes Jahr auch tödliche Unfälle dadurch. Also darauf achten, wo kommt der Wind her? Kommt er vom Meer, vom Wasser her? Kein Problem. Dann treibt es einen, egal wenn man müde ist, auch wieder ans Ufer. Aber kommt er vom Land, dann sollte man die Luftmatratze drinnen lassen oder zumindest irgendwie sichern, dass nichts passieren kann, dass man nicht nach draußen getrieben wird. Wieder was gelernt. Stimmt's?